Hallo und herzlich willkommen zu Angespielt. Wir schauen uns heute gemeinsam Halcyon 6 in der Lightspeed Edition an. Ein Weltraum-Strategie-RPG mit Basenbauelementen. Und ja, was soll ich sagen? Ich habe bisher nur ein paar Bilder davon gesehen und ich muss sagen, was ich gesehen habe, der Pixel-Stil sah wirklich super aus. Und deswegen habe ich mir gedacht, sehen wir es uns doch mal an. Ja, und ich bin generell ein Freund von Rundenstrategiespielen. Echtzeit liegt mir nicht so und das ist quasi wie prädestiniert für mich. Aber bevor wir jetzt starten, möchte ich doch jetzt erst noch mal kurz erwähnen, dass ich das Spiel umsonst zur Verfügung gestellt bekommen habe. Vielen Dank an den Entwickler dafür. Ich habe mich sehr darüber gefreut. Und ja, schauen wir doch als erstes mal ins Optionsmenü. Was haben wir denn hier alles? Ja, wir können hier unterschiedliche Auflösungen einstellen. Nichts Neues. Ja, wir können hier die FPS auf 30 locken, warum auch immer man das tun wollen würde. Combat-Animation kann man deaktivieren. Bloody Mess, ich glaube, das ist... Hat das irgendwie mit Bluteffekten was zu tun? Ich weiß es nicht. Soundeinstellung, Musik, SFX, Buttons, Master. Ja, alles wie auch aus anderen Spielen bekannt. Death Mode gibt es. Compile Error Report. Hotkeys können wir nicht ändern. Aber wir können sie uns hier anzeigen lassen. Ich glaube also jedenfalls können wir sie hier nicht ändern, aber ist generell ganz nett, dass man im Spiel eine Auflistung hat. Gibt so das ein oder andere Spiel, was überhaupt nichts über Hotkeys verrät. Und da ist das immer ganz praktisch, sowas zu haben. So, lange Rede, kurzer Sinn, dann starten wir doch einfach mal ein neues Spiel. Was haben wir denn hier? Skip Prolog können wir auswählen. Wir können die Hauptkampagne spielen. This starts the Halcyon 6 Main Campaign. Ja. Das ist halt der normale Schwierigkeitsgrad. Wir können hier das Ganze auch einfach machen. Es gibt eine ganze Menge Schwierigkeitsgrade, die sich auch alle ganz schön unterscheiden. Und ich nehme doch mal normal. Iron Man gibt es auch noch. Es gibt halt nur ein Save Game, das automatisch geupdatet wird. Und Rerolls für die Offiziersauswahl ist deaktiviert, was auch immer das jetzt genau heißen mag, aber das ist erstmal jetzt für dieses Video uninteressant. Wir haben hier noch Add-ons. Interessant. Ja, dann starten wir doch einfach mal ein neues Spiel und sehen mal, was uns erwartet. Ich finde, ich habe das ja vorhin schon erwähnt, ich muss sagen, wirklich, von der Optik spricht mich das wirklich an. Der Sound ist bisher auch recht gut. Und es sah in gewisser Weise von den Bildern aus, von den Rundenkämpfen, die ich gesehen habe. Es hatte irgendwie was von den alten Final Fantasy Teilen, bloß halt mit Raumschiffen. For half a millennium, the spacefaring races of the galaxy fought and conspired against one another for supremacy. But it was the Terran Federation through the Ingenuity, oh Gott, was für Wörter. The bravery of its officer class that ultimately prevailed through the discovery and utilization of ancient artifacts left over from a long dead precursor alien race, they put an end to the disastrous series of wars between the factions. One of these precursors artifacts is your home, Halcyon 6. The crown jewel of the Terran precursor discoveries. The starbase acts as the Federation's home base in the Halcyon sector. Commanded by Admiral Brahma Chandra, the Federation's most decorated officer and protected by the 12th fleet, the starbase is permanently staffed with a variety of Federation officers with the mission of unlocking its mysteries. Today, however, the station has received some unwelcome news. A garbled hypercast ordering the 12th fleet's return to Federation space, with the intention of returning as soon as possible to continue the work on the experiment. Admiral Brahmachandra leaves you in charge of the station. So, also eine kleine Vorgeschichte.
Wir haben quasi eine Weltraumstation, die wir dann auch ausbauen können mit der Zeit. Und das ganze Menü hier, das sieht schon recht aufgeräumt aus. Was haben wir denn hier? Commander McLaren. Admiral, we've arrived at the rendezvous point and there's no sign of the welcoming force. No hypercast signals detected either. Think we're early? Admiral Brahmachandra. Broaden your signal detection caption. The Force and Ace fleets are expected to join us as well and those Titan-class ships should be hard to miss. Ja, und die ganzen, die Raumschiffe, der Look, das sieht so cool aus. Entschuldigung. Admiral, I'm picking up something definitely not Federation in orange. Some kind of whatever it is, it's getting stronger, sir. I've never seen anything like this before, sir. Some kind of portal. Admiral, I'm suddenly getting multiple ship readings, all heading to for our position. They must be coming out of that thing. Unknown hostiles, I repeat, unknown hostiles, we might have to get a little creative here. So, da haben wir also schon unseren ersten Kampf und wie ihr seht, links sind wir, rechts die Gegner. Und wir haben unterschiedliche Angriffe, also das wirkt doch schon alles sehr oldschool Final Fantasy mäßig. They're powering up weapons. We should take the initiative and attack first. Click on the highlighted button to attack with the Incisor Beam Power. Incisor Beam Power, was ist das denn? A single enemy, damage data, base hit, air exploits. Ah, gibt es also auch. Interessant. Moment. Dann kriegen wir das mit Rechtsklick nochmal ein bisschen aufgelistet hier. Dann greifen wir doch mal an. Target the spiked alien to fire the incisor beam. Das Schiffsdesign von den Außerirdischen oder von den Aliens sieht auch ganz cool aus. Wir haben ja ganz klar dann wieder halt, wer welches Schiff fliegt, sage ich mal, oder die Captain von den unterschiedlichen Raumschiffen und die darunter die Lebensleiste. Alles klar, dann greifen wir doch mal hier das Crew an. Next, use the backstab maneuver to inflict ship disabled and prevent your enemy from attacking. So, jetzt können wir schon wieder angreifen und zwar mit backstab maneuver. Damit können wir quasi ein Schiff für eine Runde ausschalten, damit es, damit der Feind nicht angreifen kann. Dann nehmen wir das doch mal und greifen. Ach so, das sind die, das ist der Name der Aliens, diese Krul. Greifen wir mal das Ocular Vessel an. Von den Effekten sieht das auch ganz nett aus. Excellent! Now select Drone Swarm Attack to attack all enemies at once. Alles klar, mit dem Angriff können wir also alle angreifen. Und wir sehen ja auch, es gibt sogar scheinbar bestimmte Fähigkeiten, die haben eine Warm-Up-Time und eine Recovery-Zeit. Und dann haben wir da noch den Cooldown. Ich glaube, der Cooldown, das wird wohl die Rundenzahl sein. Dann greifen wir doch mal alle an. Target an enemy, okay. Enemies have resistances and vulnerabilities against specific status effects. It is extremely important that you take advantage of this. You can right-click on an enemy to view their vulnerabilities and resistances. Das ist auf jeden Fall ein netter Hinweis. Dann machen wir das doch mal gleich. Aber erst werden wir angegriffen. The Ocular Vessel seems to be powering up a large attack. Ach so, jetzt lädt da der Feind hier einen Angriff auf. Shield yourself with protective shield to mitigate the damage. Ja, dann werden wir uns doch jetzt mal verteidigen. 100%, was heißt das? Wehrt das 100% Schaden ab oder? Ich weiß es nicht. Target an ally. Ich target doch mal hier. Der hat bisher am wenigsten Leben.
Backstab maneuver. The ocular vessel still has the ship disabled status. Fire birdshot to combo and exploit the ship disabled status effect for extra damage. Alles klar, dann machen wir nochmal einen Bridge Shot. Base Hit Percentage, das ist wohl die Trefferchance, aber 150% finde ich doch etwas komisch. Ja. Dann machen wir das mal. Raid! Combos occur when an attack exploits a status effect like ship disabled. Ja, hier werden uns nochmal die Combos funktionieren, uns erklärt. Jetzt ist wieder der Gegner dran. Select the acid bombs, power to attack your enemies doing damage over several rounds. Dann haben wir auch mal sowas wie so ein, ich sag jetzt mal ein Dot, der über mehrere Runden Schaden macht. Acid bombs power, genau, was steht denn da noch? Geht über zwei Runden. Hat einen Cooldown von 4 Runden, dann machen wir das doch mal. So. Hallo? Ich muss da drauf klicken. Ich muss direkt auf Shift klicken, alles klar. Oh, wir haben jetzt aber ganz schön kassiert. Wir haben aber richtig übel kassiert. When ships are in critical condition, any further damage could result in complete destruction. Use cauterize hull to repair the ship immediately. Cauterize hull. Ah, das ist quasi unser Heal. Gut, dann werde ich das mal benutzen. Now select Strafing Run to try and finish off them. Strafing Run, was macht das? Exploits Crew Panic. Okay. Schaden macht aber eine Menge Schaden. So, dann target ich doch mal. Greift alle an. Great job, however, the Admiral is still in bad shape. Select the Repair Drone Overdrive Power to Repair. All repair abilities have a limited number of users permission and must be replenished by returning to Halcyon 6. Ah, es gibt also auch noch Fähigkeiten, die ja limitiert sind, sage ich jetzt mal. Und damit wir die wieder auffüllen können, müssen wir zurück zu unserer Raumstation. Aber ich werde das jetzt hier einfach mal benutzen. Steht da denn? Da steht Limited Number of Uses. Steht denn da auch irgendwo, wie oft man das benutzen kann? Ich sehe es jetzt ehrlich gesagt nicht. Und da steht auch nichts weiter. Ja, dann reparieren wir mal wieder fleißig. Use the Ninja's Doom Cannon as a last resort. It can only be used once, so make it count. Ah, wir haben hier noch eine Fähigkeit, einen Angriff, die Doom Cannon. Die können wir nur einmal benutzen. Recovery-Zeit 32,3. Alles klar, das dauert etwas. Benutzen wir die doch mal. Und wir sollen jetzt hier das Chitinous Monster auswählen. Wow. Commander McLaren's Ninja is in critical condition and is taking damage over time from hull ruptured. If it's not repaired immediately, it might be destroyed. Ja, dann werden wir das doch mal. The Warlock's cauterized hull repair power has no more uses left. Your only hope is to use stasis lock to disable the enemy. Stasis lock. Damit können wir wohl, ja, Stasis halt, können wir Gegner einfrieren für eine Zeit, also eine Zeit lang, aber wie lange denn? Ist das vielleicht, steht da jetzt nicht? Ich würde mal auf eine Runde tippen. Machen wir das doch mal. Steht das da vielleicht auch irgendwo bei? Sieht jetzt, nee, steht da nicht bei. Now, finish it off with the Paladin's Dreadnought Ram. Okay, wir sollen also jetzt das feindliche Raumschiff nochmal angreifen. Oh, das macht echt viel Schaden. Dann greifen wir es doch mal an.
We've lost the ship, but the battle is almost won. Select Solar Flare to finish it off. Gut, dann nehmen wir mal Solar Flare und greifen das Raumschiff an. Und damit hätten wir den Kampf gewonnen, aber gerade so. Admiral, we're picking up more of those portals on the sensor. Oh, das sieht nicht gut aus. We're being surrounded. Admiral, we need to jump now back to Halcyon 6. I've got... Oh Gott, was ist das denn? Oh Gott, what is that? That thing! Jump now, for God's sake, jumpen! Commander, we seem to have lost our hypercast link with Admiral Bremer Chandra and the 12th Fleet. Halcyon 6. Starbase. Commander, stand da noch Commander hinter? Hallo? Kommt da noch was? Ach so. With the 12th Fleet destroyed and little information as to whether the Federation still even stands, you and your crew are stranded in hostile alien territory. Cut off from resupply and in desperate need of more crew. You have little choice but to continue working on Admiral Bremer Chandra's experiment to try to unlock the power of the station. Meanwhile, enemies may soon catch wind of the Federation's weakness and use that as an opportunity to strike and claim the station for themselves. Choose your first officer. Okay, jetzt kommen wir so ein bisschen in Richtung Base Management. Und wir haben, können einen von drei Offizieren auswählen. Wir haben hier einen Physicist, einen Strategist und einen Mechanic. Und die haben alle unterschiedliche Fähigkeiten zum Freischalten. Oha, das sieht schon ganz schön komplex aus. Hier unten haben wir noch so ein bisschen Text zu den einzelnen Figuren, also zu den Offizieren, also mehr so ein bisschen was wie eine kleine Mini-Biografie. Was haben wir denn hier alles? Ich glaube, ich würde jetzt mal ganz gerne. Ja, Strategist nehme ich, glaube ich. Corbin Lau. Ich werde mir das jetzt nicht alles einzeln hier durchlesen und dann entscheiden, sondern es ist ja auch erstmal nur ein angespielt Video und ich will ein bisschen was vom Spiel zeigen. Von daher nehme ich ihn einfach mal. Warum nicht? Tactical Officers are the most daring and quick-thinking officers in the Federation. Their power repertoire consists of sneak attacks, immobilization attacks and combo attacks, while their buff powers can often add aim and damage boosts to friendly units. In space combat, tactical officers are able to command tactical ships, which are the hardest hitting of the three ship class types, tactical, science and engineering. Das hört sich doch schon mal ganz gut an. Dann habe ich mir also gleich so einen Offizier geschnappt, der der ein Schiff fliegen kann, was am meisten Schaden macht. Es gibt drei unterschiedliche Schifftypen, taktisch, Wissenschaft und halt Engineering oder Mechanik. Ja, wir können auch nochmal zurückgehen. Aber ja, könnten uns jetzt noch die anderen anschauen, aber ich nehme das jetzt einfach mal. Sorry to wake you up, Commander, but it looks like we have a situation. Our sensors have picked up a fleet coming our direction. The signals suggest a pirate origin. We should expect them arrive here in 48 hours. Was ich nochmal kurz einwerfen will, das hat schon ein bisschen so ein, auch so ein bisschen so ein XCOM-Vibe mit dem Basenbau und mit den Leuten anheuern. In the case of hostilities, the experiment may be our only hope to defend ourselves. The crew will work around the clock to make the necessary preparations. Commander, the oncoming fleet we detected has just entered our space. It's a single pirate ship. Likely hostile. Patching them through now. Federation Starbase. Our scouts detected the departure of your fleet over a week ago. You are now at the mercy of Admiral Admirex Zepp and the Zealots clan.
Hand over the starbase and we'll allow you to return to Federation space. Comply or we will commence orbital bombardment. This is a scenario screen. This screen will appear during missions that require key decisions, such as attacking, retreating, or using an officer to gain a special outcome. In this case, the pirate fleet is demanding your surrender. Choose the response below. Hint, you should choose to reject the surrender. Ach, wirklich. Ich könnte jetzt auch, wenn ich jetzt aufgebe, bin ich mit dem Spiel durch, oder wie? Dann nehmen wir mal reject. Was? Razab Toe Slicer McCormick. I forgot, your Federals love your precursors toys. Prepare for bombardment, Federation scum. Commander, in light of this development, we should begin initializing the experimental starship creation process now. Click on the ship construction button. Ah ja, hier oben haben wir so eine Shortcut-Leiste mit den einzelnen Sachen, die man machen kann. Star Map und so weiter. Und das Main Menu. Dann bauen wir doch mal ein Schiff. The Rogue Class Tactical Vessel is currently the only Starship the Starbase is able to build. Click on it to select it. Okay, dann machen wir das mal. Tier 1 Ships. Aha, okay, die Schiffe sind nach Tierstufen eingeteilt. Was haben wir denn hier noch? Tactical. Ach so, das kann man noch trennen. Was kannst du denn? Terrana, Schiff. Jedenfalls eine Menge Werte gibt es hier. Schaden, Zielgenauigkeit, Ausweichen, Geschwindigkeit, Crit-Chance, Power-Slots gibt es, Upgrades, Build-Time, Kost und so weiter und so fort. Was haben wir denn hier oben? Crew-Morale. Ach so, sowas gibt es hier auch. Und die Gesundheit der Station und dann hier oben die einzelnen Ressourcen, die es gibt. Dann bauen wir das Schiff doch mal. Now click the Construct-Button. Dann bauen wir das doch mal. Ja, und es dauert ein paar Tage, bis das gebaut wird. To skip time, you first need to return to the Star Map. Click the Star Map Button. Click here to skip time. Ja, das kennen wir ja auch aus anderen Spielen, so ein Regler, wo man ein bisschen vorspulen kann. Na, wann ist es fertig? Commander, we are ready to launch in T-minus 3 seconds. Tier 1 Ship. Errungenschaft freigeschaltet. Wunderbar. Meta Creator deployed. Und jetzt schaffen wir einfach mal ein Schiff aus dem Nichts. Commander, the experiment was a success. All scans suggest this newly constructed ship to be combat ready. She just requires an officer to command her. Ah, jetzt kommt der Offizier zum Einsatz. Der hat natürlich auch unterschiedliche Werte. Select your first officer, Corbin Law. To assign him to the ship, blah. To dispatch this ship, you'll need to return to the star map by clicking there. Okay. The enemy fleet is stationed at the starbase approach. Click here now. Gut, dann klicken wir die Gegner mal an. Starbase approach system info. The approach to the starbase. Any enemy fleets wishing to bombard Halcyon 6 will likely take this exact position. Click to send fleet button to dispatch a fleet to this location. Click on the top. Select a ship slot. Ja, da können wir dann unser Schiff reinfügen. Finally, click launch fleet to dispatch your fleet to the selected location. Die Frage ist jetzt, kann man irgendwie auch Flotten speichern oder bleibt das die Flotte dann gespeichert oder muss man das immer wieder von vorn auswählen? Ich glaube, das bleibt gespeichert. Dann starten wir mal die Flotte, die aus einem kleinen Schiff besteht. The pirate ship swoops into attack position. Attack pirate ship. Before every battle, you can prepare your ships by configuring their loadouts. Ja, die haben natürlich noch unterschiedliche Loadouts, was dann wieder die Angriffe sein dürften und irgendwelche Upgrades. Use this opportunity to select the abilities that take advantage of your enemy's vulnerabilities if you can. Ja, der Gegner hat unterschiedliche Schwächen und wir sollten nach Möglichkeit ein Schiff einsetzen, was diese Schwächen ausnutzt. Was dann letztendlich auch dazu führt, dass wir vermutlich mehr Schaden machen. Dann engagen wir doch mal den Feind. Hier unten sehen wir die Zugreihenfolge. Das ist noch relativ simpel.
Wir können ausweichen, wir können Rippling Shot. Ist jetzt die Frage, was will ich denn mal nehmen? Hiermit machen wir Schaden über 4 Runden. Das scheint doch mal ganz nett zu sein. Dann mache ich das doch mal. Resisted. Uiuiuiui. Crippling Shot und Harris. Dann mache ich doch erstmal hier. Crippling Shot inflicts Engines down. Ja, okay, da steht doch bei, was die ungefähr machen. Dann mache ich doch jetzt mal Crippling Shot. Dann haben wir deren Antrieb zerstört. Und Harris. Und damit ist das Piratenschiff auch schon Geschichte. Kampf gewonnen. Und was haben wir bekommen? Materials und Dark Matter. So, my first victory of many. Commander, we have a long-range hypercast coming in, putting it through now. From time to time, the leaders of various factions may contact you via the station bridge. Das sind also anscheinend so kleine wie nenne ich das denn jetzt? Vielleicht Zwischenelemente? Ja, irgendwie so. I don't believe you've met. Feel free to refer to me as the Admirax. Sieht grafisch so cool aus. A title that denotes my supreme commander over the pirate clans in the sector. Now, commander, or should I say acting commander, my spies tell me I should congratulate you on your new post. They've also informed me that your fleet has fled the sector, leaving you on your own. And so I'm giving you the courtesy of informing you that we'll be visiting you very soon. As this is my territory, and so your station now belongs to me. And unlucky for you, I've united all the pirate clans to help me take it. I highly suggest you turn tail and return to Federation space. You are of another mind, stay where you are and prepare for your death. Da kommt schon wieder was angeflogen. Time for death, Federation pig. I will avenge the death of Razor Toe Slicer and deliver the station to the Admirax. I applaud your confidence. Next time apply it more constructively. Ah, dann können wir schon wieder kämpfen. Ja, dann engagen wir doch mal. Eieiei. Da haben wir schon wieder... Ah, das konnten wir glücklicherweise ausweichen. Ich werde jetzt mal wieder hier Teleport Explosives benutzen am Anfang. Ein bisschen Schaden über Zeit auszurichten. Ja, wir kassieren aber schon ganz gut. Wäre vielleicht mal nicht schlecht, wenn ich mal ein bisschen mehr versuche, mal deren Antrieb zu zerstören. Ah, das sollten wir noch überleben. Dann mache ich mal Harris. Ein Schiff ist schon Geschichte. Und dann nehme ich nochmal Crippling Shot. Und Harris. Und das zweite Schiff ist Geschichte. Wunderbar. Ich hatte schon gedacht, das könnte ein bisschen knapp werden, aber das sieht doch alles gut aus. So. You know, I think I actually prefer it when I'm outnumbered. You can always return your fleet to the starbase by first clicking on your desired fleet. Okay. And clicking the return home button. You can replenish all your permission. Limited use abilities like repairs and epic powers when you return to Halcyon 6. Dann machen wir das doch mal. Commander, the crew is eager to regain our full sensor capabilities. To do that, we'll require an extra source of energy. The good news is the tech research team has figured out a way to harness the station's core reactor with a smaller standard issue deuterium reactor. Okay, da können wir jetzt auch hier Technologien erforschen mit dem Tech Tree Research. Dann erforschen wir das doch mal.
Aha, wie man Antrieb oder Energie für mehr Energie für die Weltraumstation. Kostet das an Ressourcen? Dann forschen wir doch mal. Ist it, Tech Research, it's time to create a space in the station for the reactor itself. Click on the Starbase button. Okay, jetzt kommen wir mal zum Basenbau. Also wenn das nicht an XCOM erinnert, dem kann ich auch nicht helfen. Aber das heißt ja nichts Schlechtes. Lieber... Moment, was... Click on the ruined room below the Tech Research Archives. Das, okay, dann haben wir das und dann müssen wir Add Officer, den Officer hinzufügen und auf Confirm-Tast klicken. Aha, der Raum muss erst aufgeräumt werden, erkundet werden, keine Ahnung, machen wir das mal. Ja, und dann wollen wir jetzt wieder die Zeit skippen. Genau. Und dann warten wir einfach darauf. Commander, we've cleared out the section you asked for. Haben 2 XP bekommen, 34 Materials. Acknowledged. Wunderbar. Your exploration team has successfully cleared the room. Now that the room is cleared, select the deuterium reactor. Ja, dann bauen wir den doch mal. Dauert 3 Tage. Wir gehen wieder zurück zur Sternkarte und spulen wieder vor. The station is fully powered, Commander, and our sensors are back online. Errungenschaft freigeschaltet. Wunderbar. We've compiled a navigational map of all Federation systems and facilities. As loyal members of the Federation officer class, it is our duty to protect these facilities at all costs. In the case of an attack, these facilities will transmit distress signals to us. Depending on the level of danger in the area, you may wish to evacuate them. Distress signals will always be listed. Ja, da unten kriegen wir dann immer Mitteilungen. Ja. Dann gehen wir da doch mal kurz hin. Genau, dann können wir jetzt unsere Flotte hier hinschicken. Aber ich würde erst mal sagen... Oder ich würde sagen, das reicht fürs Angespielt-Video. Es geht schon ziemlich lange. Aber ich hoffe, ich konnte mal so einen Großteil der Einzelnen zeigen, wie das ganze Spiel funktioniert. Und ich muss sagen, mir gefällt das wirklich gut. Das passt alles. Das fühlt sich alles stimmig und griffig an. Auch wenn das ein oder andere Element mal an das eine oder andere Spiel erinnert. Generell kann ich sagen... Gefällt mir super gut. Also wer so Weltraumspiele mag und auch Strategiespiele, ich glaube, der ist hier gut aufgehoben. Ich kann halt nichts über den späteren Spielverlauf sagen, wie sich das entwickelt. Aber von mir gibt es einen dicken Daumen nach oben für das Spiel. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen und über einen Kommentar von euch. Wie gefällt euch das Spiel? Das war's von mir und bis bald.